Hallo, hallo. Wieder back in the game. Da sind wir rausgeflogen. Turmöwen live mit Sascha Steinfeld vom SV Eichede. Wir sind gerade gestartet. Wir sind gerade gestartet mit unserer Folge, sind aber gar nicht über die Begrüßung hinausgekommen, denn da sind wir irgendwie rausgeflogen. Ich weiß nicht, warum Instagram nicht wollte. Zweiter Versuch. Mit Sascha Steinfeld, dem Verteidiger vom SV Eichede. Schade. Eigentlich hätte ich es gerne, oder wir wollen es ja im Anschluss zu Spotify packen. Aber wenn Instagram das nicht will, also auf einmal stockte die Verbindung, was auch immer da los war. Zweiter Versuch also jetzt. Mit Sascha, auf den wir nochmal warten, den wir gleich nochmal da zupacken. Das hatten wir auch noch nicht, dass wir ein Instagram Live beginnen und wir wieder rausfliegen. Wir warten nochmal ab. Anschließend, ja, also wenn es klappt, stellen wir es im Anschluss zu Spotify hoch. Heute Abend kommt dort noch unser Instagram Live von letzter Woche mit Nico Bruns. Jetzt hätte ich gerne eine Folge mit Sascha Steinfeld. Der muss ich natürlich dazuschalten wieder. Ich weiß nicht, was da los war. Wir probieren es nochmal. Hello again. Yeah, here we go again. Auf einmal war er weg. Du, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch noch mal bei mir geguckt, aber da war soweit, waren alle Verbindungen noch aktiv, aber man kennt es ja, ne? Habe auch noch nie Habe auch noch gehabt. nie gehabt. Plötzlich einfach Plötzlich einfach Bild weg Bild und weg und Instagram sagt Instagram sagt Live-Chat Live-Chat beendet. beendet. So. Ja, bei mir hat es nur den Ladebildschirm bei dir angezeigt, so da dachte ich mir schon, irgendwas ist da im Argen, aber da sind wir mal zuversichtlich. Ja, und wir hatten Wir so hatten eine so coole eine coole Begrüßung mit Begrüßung unserem mit unserem isotonischen isotonischen Getränketalk. Getränketalk. Bauen wir drauf auf der Ja, Chemie. wir starten Wir einfach starten nochmal, einfach weil ab nochmal, jetzt weil ab jetzt sozusagen würde sozusagen würde der Ton ja zu der Ton ja zu Spotify kommen. Spotify Insofern, dass wir kommen. das noch Dass wir auch ordentlich über die ordentlich über Bühne die Bühne bringen. Sascha bringen. Sascha Steinfeld vom Steinfeld SV vom Eichede SV ist Eichede heute ist heute zu zu Gast und Gast wir sind und wir gerade sind gerade angehalten bei der angehalten bei der Frage, Frage, wie du die fußballfreie fußballfreie Zeit eigentlich Zeit verbringst. Ja, tatsächlich stand da bei mir die Familie im Mittelpunkt. So, die Kinder waren viel zu Hause, meine Frau auch, und da waren wir doch, ja, ist ja nicht so, dass man sich sonst irgendwie in alle Herren Länder rumtreibt und nie gemeinsame Zeit hat, aber das war dann doch schon mal so in der Menge ungewohnt, weil es ja auch über so eine herkömmliche Sommerpause oder Fußballpause hinausging. Und ja, konnte man schon auch gut was mit anfangen, aber hat halt auch was gefehlt. Du hast eben Du schon hast gesagt, eben so schon langsam gesagt, so geht der langsam Blick schon geht der Richtung Blick schon Richtung Vorbereitung. Vorbereitung. Wie hast du Wie hast dich du dich insgesamt fit insgesamt gehalten? Wie fit sah es im gehalten? Wie Training sah es im aus? Training aus? Ja, anfänglich haben wir das recht individuell gestaltet. Also jeder, wie er lustig war, weil es da ja auch einfach noch nicht klar war, wann es wieder losgeht. Und jetzt haben wir, als sich das langsam abzeichnete, Richtung September, dass da vielleicht der Spielbetrieb wieder starten könnte, vom Verein aus ein Angebot erhalten, dass wir uns im Kräftigungsbereich da ja, zusammen rotten können in kleineren Grüppchen, haben da auch dank so ein paar Kooperationen mit Physiotherapien da gute Trainingsmöglichkeiten gehabt und haben da vor allem im Kräftigungsbereich gearbeitet. Und jetzt ging es auch wieder mit den ja, normalen Läufen, die immer dann so vor so einer Vorbereitung anstehen, los. Jetzt Jetzt ist ist Fußball Fußball geil, Tore geil, schießen, Tore verteidigen, verteidigen, Spiele Spiele genießen, genießen, Stadion erleben, Stadion erleben, etc. etc. Viele sagen Viele auch, das sagen auch, das gesellschaftliche Erlebnis gesellschaftliche natürlich Erlebnis innerhalb des natürlich Teams, innerhalb was des fehlt Teams, was dir fehlt am dir meisten? am meisten? Ja, also jetzt als Aktiver, so bei dem ganzen Geschehen, fehlt mir das Miteinander, so sei es in der Kabine, aber auch auf dem Platz, so diese körperliche, ja,
körperliche Aktivität mit anderen zusammen, der Wettkampf, die Wettkampfsituation, aber einfach, dass man ja eben nicht laufen geht für sich alleine und da auch ein schönes Gefühl sicherlich bei hat, aber dann doch nochmal so dieser fußballspezifische Aspekt mit anderen zusammen, gegen andere, wie auch immer, das fehlt einfach enorm und auch so die Jungs zu sehen, sind ja auch alles Freunde, von daher ist da ein großer Teil weggebrochen und natürlich auch dann als Fan so lange Zeit ohne irgendwie, sei es Nationalmannschaft oder Bundesliga, war auch sehr komisch, ja. Wer aber Wer aber Fan ist vom SVE, der hat eine gute Beschäftigung, der kann nämlich Podcast hören. Nicht nur die Turnmöwen, sondern auch den vereinseigenen Podcast. Seit wann macht ihr den? Der ist auch relativ früh dann an den Start gegangen, so nach der ersten Schockstarre, sage ich mal, als es so mit Corona losging. Und da wurden jetzt insgesamt, wenn ich recht informiert bin, 14 Folgen aufgezeichnet mit verschiedenen Personen aus dem Vereinsleben, die da dann auch berichtet haben. Teilweise Spieler, Trainer, Funktionäre, nenne ich sie jetzt mal, die da zu Wort gekommen sind. Und ja, das glaube ich, alle Folgen sehr hörenswert, kann man bei SoundCloud sich gerne mal die eine oder andere Minute reinhören. Und doch, ich glaube, da gibt es auch für ja, Externe, die jetzt nicht beim SV Eichhede mit komplettem Herzblut dranhängen, auch interessante Geschichten zu hören. Und diese Woche zufälligerweise warst du auch zu Gast. Ja, das stimmt tatsächlich. Haben wir uns da am Dienstag schon getroffen und ein bisschen geklönt. War auch interessant vom Ablauf her. Man ja, kommt ja dann doch auch nochmal von den Gedanken her, durchläuft das Ganze nochmal ein Stück weit und das war eine coole Geschichte. Was habt ihr so Was habt ihr so besprochen, besprochen, dass wir das nicht dass wir doppeln das nicht heute? doppeln heute? Ja, ach, ein Stück weit persönlicher Werdegang, einzelne Karrierestation, aber der Fokus lag da schon auf den SV Eichhede, aber kamen dann auch einzelne Personen noch zu Wort, so als Gastfragen sozusagen und da dann auch ehemalige Mitspieler, die da zu Wort gekommen sind und lustigerweise auch dann einen Teil ihrer Jugend auch beim SV Eichhede verbracht haben. Da war dann wieder, da schloss sich der Kreis dann. Wenn ihr auch Fragen Ihr auch habt Fragen an habt Sascha, an Sascha, stellt sie hier in stellt sie die hier in die Kommentare, dann Kommentare leiten wir und die leiten wir die weiter. weiter. Aber wir können Aber ganz wir können kurz ganz mal kurz tatsächlich mal auf deinen tatsächlich auf deinen Werdegang Werdegang eingehen, beziehungsweise eingehen, dich so ein bisschen beziehungsweise vorstellen, vorstellen, denn denn du hast du schon hast einige schon einige hochkarätige hochkarätige Vereine in deiner Vereine in Vita. Wenn du deiner eine Vita, wenn du eine Biografie Biografie schreiben schreiben würdest, würdest, die hätte die einige hätte einige Kapitel zu deinem Kapitel zu deinem Fußball-Werdegang. Fußball-Werdegang. Ja, tatsächlich. Wobei so der Jugendbereich ja doch recht langweilig sich anhören würde, zumindest beziehungsweise in ein Kapitel, was zumindest den Verein angeht, passen würde. Da bin ich ja ausschließlich in Rostock geblieben beim FC Hansa und danach dann erst zum Herrenbereich so ein bisschen, ja, ging das denn los mit den Vereinswechseln. Wie bist du Wie zum bist Fußball du zum gekommen? Fußball gekommen? Das war damals ja auch schon im jungen Kindheitsalter eigentlich immer so die Lieblingsbeschäftigung auf jeden Fall. Und zur Schulzeit dann mit Schulstart, Einschulung gab es da dann auch Sichtungstrainings in Rostock. Und da wurde dann nach einiger Zeit mal ein Cut gemacht und gesagt, so die Jungs, die hier sich ganz gut präsentiert haben, die können mal mitkommen zum Vereinstraining. Und da wurde dann eine neue Mannschaft zusammengestellt. Genau, und so bin ich da dann auch von Anfang an reingerutscht. Mit welcher Position bist du Position bist du gestartet? Weil es gestartet? gibt ja Es einige, gibt ja die im einige, Laufe im ihrer Laufe Karriere ihrer von Karriere vorne nach von hinten vorne nach wandern oder hinten wandern oder umgekehrt, umgekehrt, war das war bei dir das auch so bei dir mal? auch so mal? Ja, also aufgrund meines linken Fußes war ich meist schon derjenige, der sich auch eher links auf dem Feld zumindest, sondern immer, ja, also im Mittelfeldbereich und dann ging das ja auch recht zügig in die Abwehr, also so Abwehr, Mittelfeld, da waren so die Start. Punkte. Wir blicken mal auf Wir blicken die mal auf die letzte Saison letzte Saison in der in der Flens Flensoberliga, Platz Oberliga, 5. Platz 5. Abbruch der Abbruch Saison, der Saison, unabhängig davon. Wie unabhängig davon, bewertest du die wie bewertest du Spielzeit die Zeit sportlich? sportlich? Ja, im Vergleich zur Vorsaison haben wir uns da auf jeden Fall gesteigert, was auch ein Hauptziel war, dass wir da eine bessere Saison spielten wollten. Sind ja auch ganz gut dann aus den Startlöchern gekommen mit einem Erfolg gegen den VfB Lübeck 2 und hätten da gerne angeknüpft. So, wir haben uns auf einem guten Weg gesehen. Viele junge Spieler, die sich sicherlich auch im Laufe so einer Saison immer noch weiterentwickeln. Und ich hätte gerne gesehen, wo es da noch hingegangen wäre. Sicherlich für ganz vorne hätte es nicht mehr gereicht. Dafür waren einfach, war das Spitzenduo Phoenix und Todesfelde zu weit weg. Aber in einzelnen Spielen haben wir auch gegen die bestanden, gegen die Mannschaften von oben. Nur die Ergebnisse haben da nicht so ganz gepasst. Und da wollen wir uns sicherlich jetzt auch in der kommenden Saison dann verbessern. Und ihr Und verstärkt ihr euch ordentlich, verstärkt euch da kommen wir ordentlich, gleich da kommen nochmal wir gleich drauf. nochmal drauf.
Ich habe so ein bisschen in den Statistiken nochmal gewühlt und dann so geguckt, Heimtabelle Platz 7, Auswärtstabelle Platz 3, aber am Ende des Tages waren es nur 2 Punkte Unterschied. Also kann man, oder ein Sieg viel mehr. Also kann man gar nicht sagen, dass ihr auswärts viel, viel besser gewesen wird als zu Hause zum Beispiel. Ja, ist ja auch immer so eine Sache. Klar, du hast auch weitere Touren, auch innerhalb Schleswig-Holsteins. Ne, wenn wir irgendwie bis nach Flensburg hochfahren müssen, nimmt das auch Zeit in Anspruch. Und da muss man sich dann auch anders drauf vorbereiten als auf so einem Heimspiel. Aber wir haben das Glück in Eichhede, dass das sehr professionell in meinen Augen gehandhabt wird. Und wir uns vor Auswärtsfahrten dann auch zeitig treffen, sogar noch frühstücken gemeinsam, dass da auch jeder eine ordentliche Mahlzeit im Bauch hat. Und dann bei längeren Fahrten auch mit Bus fahren. Und ich denke, dass das auch einen Teil dazu beiträgt, dass wir zumindest auswärts nicht schwächer waren als bei den Heimspielen. Wo ist es in der Oberliga am schwierigsten zu spielen? Persönlich fand ich es immer in Kropp unangenehm, auch wenn sie jetzt in der letzten Saison nicht stark waren und weiter hinten gelandet sind. Aber ja, irgendwie hat es der Spielplan auch nie gut gemeint mit mir. Das waren dann immer solche Herbstpartien, wo der Platz so halb dahin schwamm. Jetzt auch die letzte Partie. Eichhede war auch wieder so in der Hallenmasters-Qualifikationszeit und einen ganz dreckigen 1-0-Erfolg. Aber da war es eigentlich nie angenehm zu spielen, so vom ganzen Umfeld und der Stimmung. Und anders gefragt, am schönsten? Ja, jetzt auf jeden Fall mit Eichhede und auch damals schon mit dem VfB, als ich da mal beim VfB Lübeck in der Oberliga gespielt habe, war es eigentlich in Todesfelde immer sehr unterhaltsam, weil da viel Publikum war. Jetzt für uns natürlich auch, ist es immer noch so ein Derby, da ist man extra motiviert, aber auch von außen kommt da einiges und auch bei normalen Partien, sag ich mal, ist da ja doch recht viel los und das ja, schätze ich als Spieler dann doch immer sehr, wenn da ein bisschen Bambule ist. Ich frage mal ganz offensiv, wird Todesfelde nächste Saison euer härtester Konkurrent im Aufstiegskampf? Tja, ich glaube, da reicht ein Blick auf die Tabelle der letzten Saison. So sind auf dem Papier Meister geworden oder standen zumindest auf Platz 1 und in meinen Augen auch zu Recht. Und die sind sicherlich auch nicht schlechter geworden. Von daher werden sie sich auch wieder da oben finden in der Region. Und was ist mit euch? Was ist mit euch? Ja, wir würden da auch gerne oben dabei sein. Ne? Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir uns auch, du hast es angesprochen, vom Kader her nochmal verbessert haben sicherlich, sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Aber man muss auch sehr ehrlich sein, das ist ja auch immer nur dann der Optimalfall, der im Kopf ist. Ne? Man sieht den Kader, man sieht die einzelnen Spieler, aber wie das dann zusammenpasst, muss ich immer noch finden im Laufe so einer Vorbereitung und auch im Laufe der Saison. Von daher würden wir gerne da oben mit ran und ja, ob es dann für ganz vorne reicht, werden wir dann am Ende der Saison sehen. Wenn man so ein Beispiel jetzt Marcelo Meyer holt, ist das ja auch ein Ansatz. Ja, sicherlich. Also Cello kenne ich noch damals auch aus Lübeck und sicherlich einer der bekanntesten Spieler so in der SH Oberliga. Und ja, der hat da vieles, wenn nicht sogar alles, erlebt und auf den freuen wir uns alle und schön, ihn dabei zu haben auf jeden Fall. Dann gab es eine spannende Nachricht, die ich finde, dass es einen neuen Co-Trainer gibt. Der auch bei euch mitgespielt hat vorher. Genau, das ist Stefan Richter. Eigentlich lange Zeit beim VfB Lübeck gespielt und kam dann im Laufe der letzten Saison zu uns dazu. Wollte es ja doch nochmal wissen, so ganz ohne Fußball war ihm dann nichts. Hatte aber leider viel Verletzungspech. Also immer wieder kleinere Sachen, hat der Muskel mal zugemacht. Jetzt zuletzt ja, im Knie etwas schwerer verletzt. Und da haben sich die Verantwortlichen dann zusammengesetzt und sich entschieden, ihn als Co-Trainer dazu zu nehmen. Und ist halt so vom Typ her, ja, astrein, bringt Leben in die Bude. Und wir sind gespannt, wie er da das Trainerteam bereichern wird. Jetzt hatte ich eigentlich noch ein Zitat hier rausgesucht von Marc Pichelmann, auch aufstrebendes Talent bei euch in der Verteidigung. Also ein Kollege von dir da hinten. Ja. Tatsächlich, also Marc, noch einer der ganz jungen Leute, hätte letztes Jahr noch A-Jugend spielen können und ja, früher beim SV Eichhede schon gespielt, dann über einen Umweg St. Pauli wieder zurückgekommen und ja, der hat Gott sei Dank auch verlängert, ist, wie du schon sagst, auch talentiert und haben wir einige von dabei. Das Zitat, was ich rausgesucht hatte, ist jetzt aber irrelevant, weil du hast es jetzt auch schon ausgesprochen, sein Ziel, nämlich Regionalliga-Aufstieg, auf kurz oder lang mal. Ja, gerade bestätigt.
Also finde ich völlig in Ordnung, sich Ziele zu setzen. Da, ansonsten irgendwie geht ja auch der Spaß verloren, wenn da so die gesunde Portion Ehrgeiz fehlt. Und wichtig ist mir immer, dass sowas einen Antrieb gibt und nicht irgendwie bremst, sondern dass man das so sich irgendwo im Hinterkopf parkt oder ne, immer dahin darauf zuarbeitet. Und wenn das jeder Einzelne auch mitnimmt und damit Leben füllt und Engagement zeigt, dann ist das sicherlich ein sinnvolles Ziel und passt auch mit den Vorhaben des Vereins, glaube ich, über kurz oder lang zusammen. Was mir sehr gut gefallen hat, wo wir bei Zitaten sind, war ein Artikel im Sportbuzzer. Und zwar über Torge Malzahn. Der bleibt ja auch. Und der Sportbuzzer hat über ihn geschrieben: Der SV Eichhorn ohne Torge ist wie Paris ohne den Eiffelturm oder New York ohne die Freiheitsstatue. Würdest du das so unterstreichen? Oder fangen dir noch andere ein? Ja, also ich weiß nicht, ob er jetzt die Sehenswürdigkeit des Vereins oder der Ortschaft ist. Dafür, glaube ich, sieht man ihn ja doch nicht so häufig, aber sicherlich gehören diese beiden Komponenten, so SV Eichhede und Torge Malzahn, ganz, ganz eng zusammen und sind ganz nah beieinander. Und er ist ja schon seit Ewigkeiten da. Und nicht nur, weil er auch direkt vor Ort wohnhaft ist und ja, den kürzesten Weg zum Trainingsplatz hat, sondern weil er auch einfach die Qualität mitbringt. Er war da über Jahre hinweg einer der ja, spielentscheidenden Spieler und hat da ja auch die größten Erfolge des Vereins mitgefeiert. Von daher ja, völlig, völlig zu Recht, dass er sich da noch wiederfindet und wir hätten ihn auch gerne weiterhin bei uns gehabt. Jetzt, wenn du hinten stehst, sagt man ja immer so schön, bist du eigentlich der erste Spielmacher mit, oder? Du musst ja das gesamte Spielfeld im Blick halten. Wie sehr gefällt dir das? Ja, tatsächlich. Also ich spiele ja sowohl auf der linken Außenbahn defensiv eher orientiert als auch im Zentrum. Also geht beides. Und wie du schon ansprichst, so im Zentrum, du hast einfach mehr vom Spiel, du kannst es etwas mehr lenken und hast auch bessere Übersicht und das ist durchaus einer der Vorzüge in meinen Augen der Position. Ich habe ein paar Fragen zu deiner Mannschaft und zu dir in unserer Rubrik Turmhöfengekreische. Mal schauen, was die Turmhöfen in Eichhede so erzählen. Wer ist bei euch der Dribbelkönig? Der Dribbelkönig. Also, wenn man ihn selbst fragen würde, würde er ganz sicher auch so antworten. Da würde ich Evgeni Bieche doch erwähnen, auch wenn er da manchmal ein bisschen den Zug zum Tor verpasst oder vergisst. Aber doch, er dribbelt schon sehr gerne. Wer ist der Erste in der Kabine? Schwierig, das ändert sich tatsächlich von Tag zu Tag, je nachdem, wer als erstes auf die Physioliege will. Da geht es dann auch immer nach, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber das sind mal die ortsnahen Oldesloer, die dann kurzen Weg haben, zu denen ich dann auch zähle. Aber manchmal dann doch auch Marcel Gebert, der frühzeitig da ist, wobei der jetzt mit der Ausbildung angefangen hat, mit der Lehre und da sich das ein bisschen verschoben hat. Aber also jeder mal darf sich mal da als Erster eintragen. Wie lange brauchst du dann so in der Kabine? Du meinst, bis rausgeht auf den Platz? Genau, weil die nächste Frage ist jetzt, wer ist der Letzte in der Kabine? Ja, da gibt es einige Kandidaten. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Marc Pichelmann ist ein Kandidat, der gerne auf den letzten Drücker kommt. War aber damals auch noch mit dem Abitur etwas stärker eingespannt, ne, zumindest im letzten Schuljahr. Mal gucken, ob sich das jetzt ändert im kommenden Jahr. Ja, also ganz auf den letzten Drücker ist auf jeden Fall nicht meins. Kommt auch mal vor. Je nachdem, wie so der Tagesablauf ist, aber ja, in der Kabine Schuhe an, noch ein bisschen schnacken und dann gerne ein bisschen früher raus, um noch eine Runde Kreis zu spielen. 4 gegen 2, wie man es auch immer nennt. Aus meinem Team muss unbedingt einer zu Yogi. Ja, also am ehesten sehe ich da den Marcel Gebert, unseren Torwart. Finde ich, ist ein überragender Torwart, noch sehr jung. Aber auf dem Platz merkt man ihm das Alter nicht an und das im positiven Sinne, also agiert er doch schon oftmals sehr, sehr abgebrüht, auch wenn ihm noch der eine oder andere Fehler unterläuft, aber der ja, ist für Höheres berufen, würde ich mal behaupten. Wer übt sein Amt oder sagt man sein Wartamt im Team am besten aus oder wie heißt es? Also mir fehlt das Wort gerade. Also legt sehr viel Wert darauf, dass er es gut macht. Also da ist unser Kassenwart eigentlich zu nennen, das Marco Heskamp. Der hat das in der letzten Saison überragend gemacht. Verlässt jetzt leider den Verein, aber
Der wird sein Nachfolger? hat. Wie bitte? Wer wird sein Nachfolger? Ja, müssen wir gucken. Also wir hoffen, dass wir da jemanden finden, der das ähnlich gewissenhaft macht, aber das war schon sehr nah am Optimum. Stark. Stark. Was habe ich noch so? Hast du Hast du Fußball schon einmal über die Familie über die gesteckt? Familie gestellt? Also ein Stück weit muss man das ja jedes Mal, wenn man zu Hause losgeht und dann doch zum Training oder zum Spiel fährt, obwohl ja auch zu Hause genauso das Leben weitergeht. Aber ich versuche das immer gut in Einklang zu bringen und mir da auch das Go zu holen, sage ich mal, dass das nicht nur meine Entscheidung ist, sondern eine gemeinschaftlich getragene. Und ich glaube, ganz ohne wäre ich zumindest nicht auszuhalten. Von daher ist das immer im beiderseitigen Interesse, dass ich da auch meine Bewegungszeiten bekomme. Sehr schön. Oh, verantwortungsbewusst. Das war das Wort, was mir fehlt. Ja, das trifft auf jeden Fall auf Marco zu. Hast du oder hattest du auch in deiner Jugendzeit ein Vorbild? Ja, also zu ganz frühen Jugendzeiten, ich glaube, den wird jetzt kaum noch einer kennen, aber war das René Riedlewitz, kleine Rostocker Legende, glaube ich, jetzt irgendwie als Manager irgendwie sein Umwesen. Ja, und ansonsten später sicherlich aufgrund der Position so ein Philipp Lahm, den ich da gerne spielen sehen habe, auch wenn er mit deutlich weniger gelben Karten auskam, als ich es tue. Als ich klein Als ich war, habe klein ich schon war, immer habe ich in schon der immer in der Bettwäsche von Bettwäsche von geschlafen. geschlafen. Ja. Hansa Rostock, da wäre alles andere gelogen, auch nicht der SV Eichhätte. Sehr schön. Wenn du an die Wenn du an die großen großen Spiele denkst, Spiele denkst, Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Europameisterschaften, Champions League, Champions League, egal was, egal was, bei welchem bei welchem Fußballspiel hättest du Fußballspiel gerne hättest auf du dem gerne Platz auf dem gestanden? Platz Ja, also würde da gerne zwei Antworten raushauen. Einerseits, wenn du es ansprichst, Weltmeisterschaft sicherlich damals bei der WM in Brasilien, das Halbfinale. Ich glaube, das wird einfach für immer in Erinnerung bleiben. So, ich weiß noch genau, wie ich es vom Fernseher miterlebt habe. Und es ist einfach irgendwie surreal gewesen. Man konnte das gar nicht so recht fassen. Und ich glaube, da auf dem Feld sind die alle rüber geflogen und das lief völlig von ganz allein. Das zweite Spiel wäre tatsächlich da, ich glaube, es war 1999, hat Rostock in Bochum gespielt und am letzten Spieltag so ganz, ganz abstiegskrimimäßig brauchten da den Sieg und dann 3-2 gewonnen und da sind dann nach dem Spiel auch die Dämme gebrochen und das wäre so aus meiner frühen Kindheit heraus aus Erinnerung. Einige glaube ich so, der Marc Pichelmann war da noch nicht mal geboren, aber genau, das wäre auch nochmal ein Highlight gewesen, auch wenn das ganz schön der Nervenkitzel gewesen wäre. Obwohl gerade Obwohl beim gerade beim Thema sind, Thema sind, steigt Hansa steigt denn Hansa noch denn auf? drauf? Ah, wir haben zumindest noch die Chance. Haben leider gegen viele Vereine oder gegen einige Vereine von unten Punkte liegen lassen, so, aber das ist ja wirklich total eng und haben noch einige Vereine ein Wörtchen mitzureden, aber ich drücke zumindest die Daumen. Mal Platz Platz 4 ja auch 4 ja reichen auch könnte, reichen zumindest könnte, für die zumindest für die Relegation. Relegation. Ja, richtig. Bayern 2 da nach vorne. Ich glaube, sogar jetzt wieder an Tabellenplatz 1 steht, würde sich das noch ein bisschen ja, zurechtschieben, aber im Moment, glaube ich, müssten sie noch an Zweien vorbeiziehen oder einer. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall am Wochenende gegen Würzburg, wichtiges Spiel. Mal gucken. Wäre auf jeden Fall Wäre auf jeden eine, Fall heftige eine heftige Nordliga in der Nordliga kommenden in der Spielzeit. kommenden Spielzeit. Das wär was, ja. Zwei Ein, Fragen habe zwei ich noch. Fragen habe Und ich noch. zwar, Und zwar, wir haben wir vorhin haben schon vorhin über schon die über EM die gesprochen, EM die eigentlich gesprochen, die jetzt eigentlich wäre. jetzt wäre. Ja. Deutschland wäre bei Deutschland der wäre bei EM der wie EM abgeschnitten. wie abgeschnitten. Ja, für ganz vorne, glaube ich, hätte es nicht gereicht. Wir haben viele junge, talentierte Jungs dabei, aber ich glaube, denen hätte so ein großes Turnier nochmal zum Wachsen gut getan. Und dann hinsichtlich WM, dass sie da eine bessere Rolle spielen. Aber Viertelfinale, Halbfinale, wobei die Gruppe ja auch schon echt tough gewesen wäre, aber das wäre so das Maximum gewesen, glaube ich. Wer ist bei Wer ist euch bei euch der der Kabinen-DJ? Vorhin auch schon angesprochen. Evgeni Bieche, der macht das. Der ja, kann da sich die Props abholen, aber manchmal wird er auch gerüffelt. Aber das ist ja so, man trifft ja nie den Nerv von allen. Von daher auch etwas undankbarer Job. Die Frage Die zielt Frage auf zielt die auf die Thomöven-Kabinen-Playlist. Thomöven-Kabinen-Playlist. Wir Ja. haben Wir eine haben eine Playlist auf Playlist auf Spotify, Spotify, die ich euch genauso die ich ans dir auch Herz mal ans lege Herz wie lege, unseren unseren Thomöven-Podcast. Thomöven-Podcast. Die Thomöven-Kabinen-Playlist Thomöven-Kabinen-Playlist wird wird nämlich nämlich von von den den Fußballern Fußballern und und Fußballerinnen Fußballerinnen Schleswig-Holsteins Schleswig-Holsteins geführt. geführt. Jeder Gast Jeder Gast packt drei packt Songs drei auf Songs die auf Liste, die die er er selbst selbst oder oder mit mit der der Mannschaft Mannschaft vor vor dem dem Spiel Spiel zum zum Hochfahren Hochfahren
vor dem Match hört. Welche drei sind das da? Ja, also wenn es nach der Mannschaft gegangen wäre oder nach Effi, glaube ich, wäre es einfach gewesen, irgendwie drei Lieder einfach nur von Capital Bra rausgesucht und dann wäre das fertig gewesen. Aber ich bin da ein bisschen mehr nach den persönlichen Vorlieben gegangen und da hätte ich einmal von Fischer ist es, glaube ich, Losing It. Ist ja auch schon ein bisschen älter, nicht mehr ganz frisch, aber ich finde, das drückt immer ganz gut und bringt einen in eine ganz gute Stimmung, denn so als Rostocker Jung bin ich auch persönlich großer Fan von Materia. Früher ja auch Fußball gespielt und bei Hansa und auch seine Musik finde ich klasse. So, da finde ich Endboss ist da ein ganz gutes Lied, aber das hätte jedes andere Lied von ihm sein können. Und dann, ich weiß nicht, ob du die kennst, Die Antwort, ich glaube Südafrika oder so kommen die her, so ganz, ganz verrückte Band oder Crew und die, ja, wenn man die live sieht, ich habe sie mal auf dem Festival live gesehen, echt beeindruckend von der Show und da ist mir ein Lied im Gedanken geblieben und zwar I Think You're Freaky. Man muss mal gucken, ob du das findest, ansonsten schicke ich dir das nochmal rüber, aber das wären so meine drei persönlichen Picks gewesen, die da vorm Spiel ganz gut kommen immer. Wie heißt die Band? Die Antwort, aber Antwort mit Doppel-O und hinten mit D. Okay, ja. Also suche ich gleich hier gleich mal. Habe ich schon mal irgendwo. Die Antwort. Da. Ja, genau. I think you're freaky. Da, okay. Packen wir gleich auf die Trommelfen-Playlist. Könnt ihr euch dann direkt anhören. Die halbe Stunde ist schon rum, Alter. Das ist ja wie ein Fluge hier vergangen. Ich danke dir. Ja, gerne. Für deine Zeit. Das Video packen wir noch zu YouTube nächste Woche, zu Spotify, Apple Podcast, Anchor FM als Podcast zum Hören für alle, die unterwegs sind. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin sehr gespannt, was die kommende Spielzeit so macht. Ja. Vielen Dank dir. Hat mir auch großen Spaß gemacht, da sein zu dürfen. Gute Geschichte. Bleib gesund, pass auf dich auf. Wünsche ich dir auch. Schönen Sommer und schöne Vorbereitung und dann sehen wir uns kommende Saison. Alles klar, ciao, ciao. Tschüss.